Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Video. Heute wollte ich mir mal zeigen, was ich so die letzten Tage gemacht habe. Aber bevor dieses Video losgeht, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert auch gerne die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut auch gerne auf unseren Discord vorbei, wenn ihr mal mit uns zocken möchtet. Und los geht's mit diesem Video. Als erstes, ja, wir bereiten uns auf den Ender Dragon vor. Diese Kiste, Ender Chest, wird für meinen Freund sein. Und das sind bis jetzt die Sachen, die wir schon vorbereitet haben. Meine Tränke. Ich habe meine ganzen Sachen enchanted. Meine Rüstung ist alles Protection 4. Und als nächstes habe ich hier mal einen Villager reingebracht, weil es immer nervig war, zum Dorf zu gehen. Hier kommt der andere noch rein. Hier Mending Villager, den machen wir noch günstiger. Hier Fletcher, den trade ich noch hoch. Und hier einen Max Level Cleric, mit dem wir Enderpearls getradet haben. Als nächstes habe ich diese Farm, schaut euch sie gerne an, mal gebaut. Die drei Zecke sind irgendwie verschwunden. Vielleicht hat es mein Freund geholt oder ich weiß es nicht. Aber die Farm funktioniert. Ich leere jeden zweiten Tag die Kiste. Und ich war mit ihr auch schon mal Level 55. Sie ist super schnell und gut. Aber am schnellsten ist sie mit dem größtmöglichen Portal. Das hier ist ein 20x20 Portal. Es geht aber auch noch größer. Aber ihr seht schon, wie viele das da sind. Und was ich auch noch die letzten Tage gemacht habe, ich habe angefangen, überall Kuchen zu placen, weil ich keine Lust hatte, immer hin und her zu laufen. Habe das Feld ja umgeändert, das müsstet ihr aber schon gesehen haben. Habe das geändert. Habe ein bisschen gemeint. Wir haben jetzt hier drin so viel. Oh, die Enderpearls, die kann ich direkt mal rausnehmen und fertig machen. Oh, dann fehlen uns ja gar nicht mehr viele. Jetzt haben wir schon 11. Ich wollte mit 14 reingehen. Also fehlen uns nur noch 15 Emeralds. Hier habe ich das alles. Hier das. Hier haben wir schon ein Stack und 4 Gunpowder. Richtig krank. Hier ist noch nicht viel drin, aber hier ist umso mehr drin. Und, oh, hier ändert ein Villager die ganze Zeit seinen Beruf. Ja, das war mal die Zusammenfassung, was wir so die letzten Tage gemacht haben. Und ich freue mich sehr auf den Ender Dragon Fight. Wenn ihr euch genauso darauf freut, lasst es mich mit einem Abo und einem Like wissen. Denn am 4.12. feiern wir ein Jahr YouTube. Ein Jahr YouTube. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen. Dann werde ich nämlich unseren ersten Livestream machen. Wenn diesen Livestream kann ich mit verschiedenen zocken. Einmal mit meinem Freund, einmal auch mit euch, wenn ihr das möchtet. Mit jedem von euch, wenn genug Zeit ist. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.